Hallo. Sven ist ja auch hier. Was ist denn? Moin. Alles gut überstanden gestern, ja, klar. Oh, ich war aber gestern im Bierpool hinter. Mein Rücken war ja gestern, als ich aus dem Bierpool gekommen bin, top. Ja, dann noch mal gut. Aber heute Morgen, hab's vergessen. Ja, muss ich gleich, ich habe das Tablette genommen, muss Lilly sich gleich nochmal ankommen. Hm. Ist das Unterrücken oder was? Ja. Ich auch. Wollen wir zusammen dann auf der Liege? Ja. Ja, ich hatte ja erst mit meinem Bein, weißt du, Probleme? Ja. Knie, und das ist jetzt etwas besser geworden. Und dann habe ich mir ja in meinen Lendenwirbel da ein bisschen da hat es auch wieder eingerenkt worden. Mhm. Aber ist gewaltig, wie das ausstrahlt. Da komme ich gar nicht unten, kann ich meine Schuhe gar nicht zumachen. Nur die musste gerade meine Schuhe zumachen. Ja, gestern war schön, ne? Die Jungs haben ein Grilling gemacht. Ja, wir haben schon was zu essen gemacht. Hey. Dann gestern haben wir ein bisschen in der Kabine. So, dann waren wir noch mit dem Pool. Ich weiß gar nicht, gestern mit aufräumen. Das Gröbste haben wir, glaube ich, aufgeräumt. Wir haben alles aufgeräumt. Genau, weil ich meine ich auch, ne? Tisch haben wir reingestellt. Tisch rein, Stühle ordentlich hingestellt. So, war das alles in Ordnung? War halt ein Teambuilding-Abend, ne? Ja, so ein Teambuilding. Und dann haben wir gestern besprochen, dass wir das noch mal öfter machen. Das nächste Mal gibt es dann schon Gyros. Da wird schon Gyros gemacht in den Pfannen. Schön mit Pita, schön mit Tzatziki drin, Krautsalat. Ne, das machen wir dann alle, was wir denken, 14 Tage. Muss man gucken, wie wir so Zeit haben. Ja. Wie das auch mit den Spielen so hinpasst oder mit Training, wenn wir dann. Das machen wir dann mal öfter. Und wenn es euch ja schön kalt wird im Herbst, dann machen wir schon die Gulaschkanone. Oh, lecker. Ja, Mahlzeit. Ja, scheiß aber auf den Platz und wenn der Schwan ist, dann muss man dir helfen. Wie lange? Das geht nicht. Wie lange hast du gestern gesoffen? Gar nicht, ich hab gar nicht gesoffen. Ich hab nur ein bisschen Wein getrunken. Ich hab Bilder von Kevin Harvers gekriegt. Du wieder der Erste im Pool. Ja, ehrlich, das war so schön. Wie krass der gekommen ist, ne? Ja, das sieht man schon. Ne? Timo schon gesagt, ey, kannst gar nicht mehr mähen mit dem Trecker. Mit dem Rasen, musst du Trecker kommen lassen. Ich hau hier ein Schloss drauf, dass da nicht jeder Hans und Franz beigehen kann. Muss auch schlaff sein, ne? Schön stramm. Dann kannst du ja so abkleben, oder nicht? Hm? Also so abziehen wieder, oder nicht? Ich sollte eigentlich so ein guter Kleber anscheinend. Mal gucken, mit dem Schloss. Dann werden wir mal schauen. Ein Schloss rankleben? Sitz und halten? Ja, das weiß ich aber nicht. Ist ja nur mit so einem schönen Kleber. Kannst du abziehen so. Ja, abziehen und dann. Da gibt es nämlich so einen Zwei-Komponenten-Kleber, ne? Ab der her. Ich glaube. Aber wir schön stramm so. So wollte reichen, ne? Ja. Das sind jetzt halt keine bei. Hm. Wie lange das hält? Ja, sonst machen wir da Zwei-Komponenten-Kleber. Da gibt es so einen Spezialkleber. Ja, durchbohren. Ja, durchbohren. Oder so. Wir haben jetzt zwei kleine Schlüsselchen. Oh, ja, die könnten unten auch noch ein. Ich hab noch einen zweiten. Jetzt geht das Ding nicht auf. Falsch Schlüssel mit. Oh, das war das reicht. Wunderbar. Einer reicht, ne? Ja, warte. Lange Kisten. Zwei. Die reißen nicht auf. Ja, das ist sowieso so ein Ding, ob die jetzt. Der hält. Der Kissen nicht auf. Moin! Ich muss nochmal testen. Oder? Moin! Hallo, Sie. Ach, du schon wieder. Ja. Ja, wir haben es noch. Ja, irgendwann heute Morgen. Was ist da zwischen euch beiden, ne? Ja, was denn? Was denn? Was eine schöne Tasche, ne? Und dann kriege ich auch noch. Eine schöne Sporttasche. Die kriege ich auch noch. So eine blaue, herrlich. Ja, bist du mit der Sporttasche, wenn du keinen Sport machst? Doch, ich mache ja jetzt ja Sport. Ich hatte gestern auch meine Tasche mit. Handtuch, Badelatschen, Eucerin hatte ich mit. Ich habe mich gestern so hier geduscht sogar. Das muss ich sagen. Also, die Duschen, hundertprozentig. Ganz schöne Duschen, muss ich sagen. Habe ich gar nicht gedacht. Ja. Und das mache ich dann jetzt jede Woche. Wenn ich dann zum Training komme, nehme ich meine Tasche mit. Dann nehme ich meine Tasche mit, also mit Handtuch alles drin. Eucerin natürlich schön eincremen, wieder den Körper. Ich hatte auch Eucerin-Badeöl mit. Und dann bleibt man hundertprozentig. Und das will ich jetzt beim Training immer so machen. Was hast du? Guten Tag. Der ist im Kühlschrank, ne? Ja. Okay. Moin. Jan, willst du dich endlich zum Schluss? Ich schreibe vorhin schon. Streichmüsli, das Power Ding, ne? Ja, hoffe ich. Nicht verkehrt. Ich glaube, der bringt nichts, aber ich habe Hunger. Das ist alles hier in dem Korb, habt ihr alles in so wie ich das sehe. Wasser, Äpfel, ja, muss man sagen, das ist Qualität, ne? Oh, hier, wenn ich die Tafel sehe. Ich die Tafel. Wenn ich das sehe, da bin ich gleich mal gespannt, wie Pascal das macht. Weil gestern nicht nur Armbrückenturnier? Ja, das haben wir. Pascal, das macht. Gestern mit dem Armdruck war Wahnsinn. Ja, der hat ja Muskeln, nicht? Das ist ja Wahnsinn. Wieso? Patrick ist doch mal stark. Hast du etwa verloren, Didi? Was? Hast du etwa beim Armdrücken verloren? Nee, er hat sich nicht getraut. Ich hab's nicht gedrückt, weil ich noch nicht fit bin. Ich muss jetzt mit der Handel üben.
Und dann mache ich natürlich in der Winterpause, da bin ich so weit. Dann schlagen die alle. Da bin ich gespannt. Machen wir diesen Armrückenturnier. Genau. Alle gegen dich nacheinander an der Reihe. Hi. Hallo. Wichtig ist, dass der Kopf an ist von Anfang an. Das heißt, wenn wir hier später rausgehen, dann muss der Kopf an sein. Der Fokus muss auf das Spiel liegen, ganz einfach. Okay? Und Spaß haben sollte natürlich auch. Scheiß Wetter, völlig egal. Spaß haben. Okay? Gut, dann zieht euch um. So, ich hab's dir versprochen, ne? Hallo. Hallo. Was geht ab heute? Ja, erstes Testspiel. Zwei Einheiten, Vorbereitungseinheiten schon gehabt. Gleich ein gutes Testspiel, um die Jungs auch mal gleich auf ein gutes Level zu bringen. Gerade was Laufen angeht, Laufbereitschaft. Das Wichtige halt, die sollen erstmal lernen, miteinander zu spielen, zusammenwachsen, weil wir auch einige Neuzugänge dabei haben heute. Von daher ist das ein ganz guter Test heute. Ja, schön. Viel Erfolg. Ja, danke. Daddy, was hast du denn an deinem Köfferchen drin? Das ist Eis, Wasser. Ich hab da noch gar nicht geguckt. Hier, siehst du, Schwamm mit Wasser. Keine kurzen? Nee. Noch nie, das kommt aber noch. Weil dieser Koffer, der hat den Vorteil, der ist schön groß. Da kannst du eine Flasche so reinlegen. Das kommt noch. Das kommt noch, das werden wir noch machen. Wer da so kurz cool, geht, kommt zu. Amen. Gut, du Nick. Jawohl. Ja, jawohl. Sauber, ja. Ja, nein, nein. Wir haben einmal jetzt zusammen trainiert. Ja, es ist alles gut. Wir dürfen Fehler machen und sollen auch Fehler machen heute. Ja, dafür ist auch so ein Testspiel gedacht. Ja, wir müssen hier heute kein Feuerwerk abbrennen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Lockeres Testspiel, für euch eine gute Einheit, intensive Einheit. Aber, wie gesagt, Aufgaben. Ja, jeder hat einen Auftrag, jeder hat eine Aufgabe. Und das erfüllt ihr. Jeder einzelne von euch. Und wir alle zusammen, alle die jetzt hier sind, sind eine Mannschaft, eine Einheit. Das ist wichtig. Ja, und wir bauen uns alle gegenseitig auf, ob das von außen ist oder auf dem Spielfeld. Egal wer das ist. Ich will kein Gemotze mehr, kein Scheiße, Kopf runter, der Kopf sitzt immer oben, Brust ist immer raus. Stolz sein, Wille, Glaube. Das wird uns die ganze Saison begleiten, nicht nur heute, die ganze Saison. Aber heute fangen wir damit an. Heute. Gut, dann kommt mal hoch, wir machen einen großen Kreis. Einen großen Kreis. Warum mache ich das? Konzentrationsphase. Okay? Wir gehen jetzt in uns, konzentrieren uns und dann gehen wir raus und erfüllen unseren Auftrag. Auf geht's. Okay, und jetzt geht's nach Hause, Ballon! Malheur da gleich. Malheur, malheur, malheur. Komm. Feuer geht. Hast du eine Binde? Ja. Um 6. Ja, das ist alles. Oh, Jungs! Wenn ich euch sehe, du Mann, dann geht mir dein Herz auf. So, komm und raus da! Komm! Komm, Junge! Warte, fein nach der Ecke! Jetzt! Genau, gucken, jawohl! Nicht zu hektisch da! Sag, gut doch! Er kommt! Ja, gucken, ruhig! Jetzt komm, Matze! Komm! Drum! Bitte! Komm mal! Schön, Jan! Leon! Lang!
Den musst du es mal haben, du, oder? Ein Bombenschuss. Kein Mann gegen Mann, Überzahl! Jawohl, ja, gut so! Gut so, Nick, mal zutrauen, draufhauen die Sch. Egal, da musst du Volley gleich nehmen! Kein egal, da musst du drauf! Ich will nochmal Qualität, wenn nicht, ne? Dann ging er gut ab, aber war in deinem Fall. Du, Sven, das ist der kleine Unterschied, ne? Unser Trainer, der hat seine Mappe mit, ne? Ja. Und ich habe die oben liegen lassen. So, weil ja, wieso hast du die oben unten liegen lassen? Erstens war ich zu nervös, war erstes Spiel für mich, weißt du? Wenn die so das Klamotten noch an, dann ist da war ich hier oben. Weißt du, ich war richtig aufgeregt, war ich. War morgens schon dreimal auf der Toilette. Da musst du ja eine Pizza und einen China-Handy reinpacken. Gut so! Jetzt ein bisschen aufpassen, Auge, Auge, genau, mitdenken. Aber da jetzt den Ball nicht verlieren, siehst du, dann ist er nicht die Scheiße. Einer raus, einer raus. Gut so, aufpassen jetzt. Weiter! Gut so, Jan, gut so. Gut, okay, okay. Gut so, Jan, Junge! Ja, was das anfängt. Und wieder zusammen! Ja, 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 André, gut André, gut André! Ja, okay, so ist es, so ist es! Ganz stark, Torsten! Ganz stark! Ja, Junge, sehr gut! Sauber! Und drin! Ja, genau. Verliert, nicht verliert! Ja, genau.
Schießen! Ja! Ja, ja. Sehr gut, Junge! Oh! Da ist er nochmal, da kam mal der Fehler, du, und dann hat er den ja gehalten noch wieder, ne? Das ist Gerhard, Junge, ne? Das ist doch der rosa rote Panther, sag ich nur. Ja, aber du warst hier ohne Stuhl. Jetzt treffen wir uns. Der ist ja Leon, mach dich fertig, ich muss da nochmal rein. Ruhig. Das heißt, 15 geht runter hinten. 6 kommt wieder. Schade, wir haben so gut gemacht, ne? Was passiert? Ich habe gerade Akku gewechselt. Ja, Tor für uns. Emre. Lupfer oder was? Nee, Ball abgefangen und zack, Heber. Der macht ja dann auch eins, zum Beispiel Stracke, die alte Klub. Ich sollte öfter Akku wechseln. Ja. Du bist 34 oder 37? Ja, scheiße. Das ist aber neu. So. Sven! Okay. Alle hier? André, komm! Tatsächlich, Kopf hoch. Das war in der Summe gesehen ein gutes erstes Testspiel. Okay, zweite Halbzeit eher weniger gut. Okay, da war die erste deutlich besser. Ist überhaupt nicht so schlimm. Wir müssen noch ein bisschen was arbeiten, das habt ihr, glaube ich, alle selber gemerkt. Okay. Aber das kriegen wir alles hin, alles Step by Step. Das, was wir heute uns vorgenommen haben, das haben wir umgesetzt. Ja, das war ein Teil schon sehr, sehr gut. Und der Rest kommt. Okay. Wir haben keine Trainingseinheit mehr. Montag geht es direkt weiter. Okay, wir WL-Pokal, die Hofe.
auch nochmal ein guter Gegner. Ja, tatsächlich ein guter Gegner. Ja, da müssen wir uns wieder neu einstellen, neu fokussieren, aber auch das kriegen wir hin. Okay, aber dann ist VOA Cup, Jungs, und dann müssen wir auch von Körper, Geist, Kopf, ja, nochmal eine Schippe drauflegen, als das, was wir heute hier abgeliefert haben. Aber ey, ihr könnt zufrieden sein, das war gut. Ich bin zufrieden und wenn ich zufrieden bin, habt ihr es gut. Okay? Das ist die Hauptsache. Okay? Schönes Restwochenende. Sehr gut. So, Mauer noch gegen Feige, gegen die Ruf, Jungs, gegen die Ruf! So ist es! Von Cordia, da wollen wir dir mal platt, wollen wir dir Zirkulare geben. Und dann musst du, Ostzirkulare. Machst du mal die auf? Ja, und dann kriege ich mir die Beine auf. Ja, Bratkartoffeln. Ey, kannst du dir die Dopi